Eine chronisch venöse Insuffizienz ist ein seltenes, allerdings sehr, sehr schwerwiegendes Krankheitsbild, meistens auf dem Boden einer Thrombose, einer tiefen Venenthrombose, die nicht adäquat mit einer Kompressionstherapie behandelt wurde, als sie aufgetreten ist. Bei einer chronisch venösen Insuffizienz haben wir einen Hochdruck und eine Volumenüberladung des tiefen, aber auch oberflächlichen Venensystems. Und die chronisch venöse Insuffizienz ist nicht nur mit Hautveränderungen, typischen Hautveränderungen, sondern mit richtigen Ulzera, also Wundheilungsstörungen, großen, schmerzhaften Wunden am Bein assoziiert.